Hallo und willkommen zurück zu Komme, was wolle. Wir sind leider wieder zu zweit, von daher schreckt durch unsere Chance, das zu schaffen, nicht allzu hoch aus. Aber wir sind ja hart im Nehmen, von daher, wir, mit jeder Runde, die wir spielen, lernen wir ja ein bisschen mehr dazu. Na? Ist schon wieder Chaos bei uns hier. Und ich bin nochmal abgestürzt, oder? Nein, er lädt weiter. Nein, er lädt weiter. Ich dachte kurz, er wird aufhören zu laden, aber er lädt weiter. Aber kurz eingefroren. Ja, Mama, aber wenn sie nicht weggeht, kann ich nicht aufstehen. In Aidsen? Muss mal den Kopfhörer noch was lauter machen. Ey, du hast eine Pampe. Hast du doch immer. Und jetzt steh auf. Ja, aber dafür kann man ja auch die Pistole nehmen. Das Gute ist ja, ne, dass ich ja auch noch einen Schalldämpfer auf der Pistole drauf habe. Also von daher, let it roll. Ich überhaupt nicht getroffen, was beschwert er sich? Aber er wieder ein Lustiger hinter dir. Irgendwie hat er es echt auf dich abgesehen, ne? Oh, Vorratstasche. So. Jetzt habe ich schon mal zweimal Munition, das ist schon mal gut. Und ich benutze ja echt zu selten, ne? Es ist ja jedes Mal ein bisschen anders, ne? Ja, ja, jeder muss sich hier mal ausruhen, weißt du? Die sind alle hier überarbeitet. Also hier war eine Sprengladung. Und die musst du ja nehmen. Ich hab ja eine. Dirk? Sprengladung? Da hinten in der Ecke? Ich weiß, ich find's ja auch gut, dass du immer dein Hobby nachgehst. Da gehst du. Oh, Kette sehe ich. Kette sehe ich. Ja, gut, dass ich ihn noch erwischt habe, ne? Du Schlitzer, du. Du Schlitzenzieher. Ich wusste gar nicht, dass du Elektriker bist. Ich habe ja beim letzten Mal wirklich die ganze Zeit nur leise agiert und das war ja echt leichter. Ich habe ja selbst, als die Muni ausging, habe ich dann stattdessen den Nahkampf gemacht. Wo willst du hin? Oh, hier ist nichts drin. Oh doch, hier ist ein Kampfgewehr. Willst du wechseln? Ja,
Dirk, hier ist ein Kampfgewehr. Ja, aber die Pampe ist ja nur nahkampfeffektiv. Also ich mag keine Pampe beim Spielen. Ich habe den in den Podex geschossen. Ach, nur so, weil ich es konnte. So. Muni ist leer. Ah, da ist irgendwas im Dunkeln. Brauchst du noch Ausrüstung? Hier ist ein Ausrüstungspaket. Okay, dann kann ich auch laut werden. Das sagen sie alle. Ich wollte das gar nicht, sagt er so. Der denn her? Da hat noch einer gezuckt. Merkwürdig. Irgendwie macht das Spaß. Mit der Feueraxt. Der blöde Screamer denn? Ach, da oben. Ich hab's gesehen. Will ich sprengen? Das kann die selber gucken. Bei mir guckt das bestimmt ein Schein. Schläge.
Danke. Ja, ich war müde. Ich war betäubt ein bisschen durch, wie soll ich sagen, durch die opfervolle Gabe eines Zombies. Ich hatte einen Elektrozaun, ich gehe jetzt zur zweite. Auch eine Automatik. Okay, dann behalte ich meinen Automatik. Ich stelle meins auf. Also ein bisschen schade ist, dass man die nicht aufstellen kann, wieder wegnehmen kann, wenn man sich für ein anderes Setup entschieden hat, ne? Ja. Entscheidungen sind halb final. Aber das war es, glaube ich, auch, ne? Nein, da vorne ist was zum Springen. Hinter dir, euch das was zum Springen. Ja, ja, ich weiß, aber wir brauchen das für den Endkampf. Gut, dann würde ich sagen, ich hole nochmal Muni und dann können wir loslegen, oder? Ich leg noch meine Munition aus. Okay. Okay. Ja, super. Ist runtergefallen. Okay, ich kann den Knopf drücken. Ich habe den Knopf gedrückt. Ich liege. Oh, nee, war. Mann, das war ein echt schlechtes Timing. Wir hatten's jetzt. Wir müssen beim letzten Mal müssen wir gucken, dass wir quasi
der eine rechts, eine links steht und auch immer gucken, dass man die Dinger da halt. Ja. Ja, und vor allem das leise Vorgehen, damit wir wirklich da auch mit voller Lebensenergie dann noch reingehen in den Kampf an der Stelle, ne? Okay, ich war der Killer, du warst der Schlitzer. Habe ich aber schon erwartet. Du warst der Vernichtungsexperte, der Kopfjäger und der Entdecker und der Überlebenskünstler. Und ich bin nichts wert. Nichts. Ich bin nichts wert. Oh, aber dafür bin ich an der MP Level 2. Oh, 90 Punkte. Hey, jetzt machen wir ein Fass auf. So. Direkt weiter. Hey, ich hab erst 180 Punkte. Ich kann eh nichts machen. Das macht keinen Sinn. Richtig Punkte gibt es ja erst, wenn du diesen Zwischenkampf geschafft hast. Danach gibt es ja richtig Punkte. Aber so richtig Punkte, genau. Aber so richtig, richtig dicke Punkte, weißt du? Ja, zweimal davon. Eins links und eins rechts. Leider nur wirklich fingernageldicken Strich. Scheiße. Ein Treffer hätte ich da gelegen. Shit happens. Aber das ist mir auch schon passiert, dass ich da unten eigentlich still sein wollte und dann nimmt er ja, wenn die Munition leer ist, automatisch wieder die die MP oder was du gerade hast und dann hast du halt Arschkarte. Nee, das hatte ich ja nicht. Ich habe ja die BWM genommen, aber die ist ja eine Sekundärwaffe, keine Primärwaffe. Ja. Und dadurch hat die Pistole weggeschmissen und hatte noch zwei Laute. Silence suits you best. Have fun with your trains. Und ich hatte noch keinen Aufsatz. Das nächste, wenn ich die gespielt habe, habe ich ja halt den Aufsatz. Dann ist sie auch leid. Ich habe ja schon für die MP habe ich ja schon den Aufsatz. Die hatte ich jetzt als zweites. Das war nicht schlecht, aber das Glück, glaube ich, habe ich nicht zweimal. Hier ist noch eine Vorratstasche. Wieder mal der Kette sehe ich. Habe ich ja nicht gebraucht, so weit sind wir ja nicht gekommen. Oh, hier ist ein schweres Maschinengewehr. Oh, Waffenkiste, was ist denn jetzt los? Pistolen. Noch eine Munitasche. Das bringt aber der eine zu einer anderen Pampe. Denkst du dran, dass das Explosivpaket dir mitnimmst? Klar, das ist wieder ein Creeper für mich. Ich sag ja, der wird extra für dich reserviert. Das Spiel denkt sich einfach in dem Moment so, ja, wem wirst du wohl überraschen mit dem wunderschönen Creeper? Und dann denkt das Spiel sich, ach, der Dirk spielt ja wieder mit. Genau. Genau. Wenn, dann darf es nur einen geben, der den Creeper kriegt. Das ist der Dirk. Ich spare gerade Muni. Hier ist wieder eine Tasche.
Ja, Scheiße. Found a tunnel between the trains. Can't see any other way around. Hier wäre links. I'm hearing Zeke everywhere. God damn it! Somebody shot me! Natürlich! Wieder einer von euch. You're rat food now. Ich glaube, der hatte sogar deinen Namen auf dem Rückseil, auf seinen Rücken tätowiert. Ich bin mir nicht sicher. Sah kurz danach aus. Dirki und ein Herzchen unten drunter. Weiß ja, wahre Liebe ist Zombie-Liebe. Wieder einer von mich. Rechts. Ich habe eine grüne Flasche gefunden. Wo waren die? Die liegt hier hinten bei den zwei Leichen. Schön. Das ist ein gutes, werte ich jetzt mal als gutes Omen. Here, we can climb up. Alright, let's get out of here. Oh, an den Leichen bleibst du mal hängen. Ja, ne? Theoretisch könnte man hier auch leise runter. Deswegen war ich extra munitionssparsam. Um mir hier noch ein bisschen Shooting zu gönnen. Jetzt habe ich keine Muni mehr, außer die 10 im Lauf. Durch den Zug bist du durch? Ich bin am Zug jetzt, ja. Und durch den Zug bin ich durch, ja. So, also, ich habe jetzt noch 3/4. Scharfschützengewehr. Kampfgewehr. I am not dying because of goddamn fence. Look around. So, ich spreche schon mal hier auf. That could work. Needs a run up. Can we back it up? Reaching charge ready. Oh, Sturmschrotflinte. Nice. Natürlich. Alles klar. Ich würde es ja gerne irgendwie lächerlich finden, aber ich finde es nicht. Ja, ich bin ja doch gleich tot. Aber nicht. Oh. Doch, bist du wohl. Ich habe dir ein kurzes Ende bereitet, okay? Das ist gut, aber das war wieder klar, ey. Die Sprengladung kann ich nicht nehmen. Wenn ich schon eine hab. Doch. Wieso habe ich keine? Ach ja, ich habe ja eben gesprengt, stimmt. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ah!
Ja, genau. Das so ist, ne? Der Wappen immer, warum die Typen weglaufen. Das weiß ich nicht. Jetzt bin ich auf jeden Fall so stark verlassen, dass ich den Verbandskasten verwenden darf. Yeah. Wie lange brauchst du noch, bis du respawnst? Ich bin wieder da. Gut. Wir haben einen Automatik haben wir oben schon stehen und ein stationäres. Ich habe hier noch ein stationäres. Ich habe die Frage, ob wir die stationären überhaupt aufstellen. Ja, zumindest brauchen wir sie ja nicht, ne? Hier ist noch ein Automatik, Dirk. Ja. Ja, hier erstmal da hin, damit von, wenn die von da kommen. Ja, hier ist sonst nichts. Also ich behalte mal das Stationäre jetzt an mir. Für die nächste Runde. Da oben ist noch ein Teil, ne? Wo? Get the train going. Hab ich etwas übersehen? Jo. Oh! Ein Stationäres. Na ja, dann stell eins hin, weil ich sag mal, zur Verteidigung, es ist nicht schlecht. Dann hat mir nochmal Muni genommen. Ich habe diesmal sogar ein Level 3 Gewehr. Oh, ich stell meine Kisten hin. Warum die den nicht nehmen? Das weiß ich auch nicht. Es geht los. Ich pass wieder von hier hinten auf. Ja. Brauchst du Hilfe? Nee. Ich musste nur meine Position verlassen. Lad nach. Knöpfchen. Hallo? Ja. Unterwegs. Ich auch. Hab sogar Kette sehe ich in der Hand für den Fall der Fälle. Falls es schneller gehen muss. Maintenance here in 09. Sewage and rotting sink. Hahaha! Ich hatte aber die Kettensäge vorher an. Hat er schon einen mitbekommen? Spawn. Hast du eigentlich das eine Ding mitgenommen? Ja, ich habe dein Ding mitgenommen.
Pech? Ja, klar, ich halte dir doch die Stange. Klingt furchtbar verkehrt, wenn man das so sagt. Echt? Ich finde schon, ja. Das heißt, wir können uns jetzt erstmal heilen, ne? Also ich brauche noch keine Heilung. Ich heile aber hier unseren Computer-Tyrannen. Kann nicht schaden, wenn die auch Energie haben. Ich will jetzt nicht durch das Zeug zu laufen. Ja, ich weiß. So. Aber ich danke dir, dass du nochmal darauf hinweist. Gerne. Sehr geil, danke. Da ist wieder ein Creeper neutralized. Loading ammo. Ich glaube, keiner von denen schießt. There was a cave in. We can get out. So, denk dran, wenn wir jetzt da durch den Tunnel gehen, nach rechts, am Ende nach rechts, ne, ist die nächste Sprengladung. Stay quiet. Better hope they're locked in. When they spot us. Hab das komische Gefühl, wenn ich jetzt die Kettensäge nehme, wäre eine schlechte Idee. Weiß nicht, ich hab das Gefühl. Direkt rechts, was hier? Ja, jetzt rechts, genau, da liegt das. Heute nicht. Echt nicht? Oh. Fuck! Ja, man hilft nix. So, einer kann sich von uns heilen. Somebody open the gate! I'll patch you up. Thanks. So. Sportkarabiner. Fliege. Ja, gleich. Hätte ich mal besser früher geheilt. Aber geht den eigenen Teamkameraden retten, während sie mitten im Geschussfeuer von der MG steht, ne? Also ich muss sagen, die KI ist... Oh. Na, doof trifft es noch nicht. Strohdoof, würde ich sagen, oder? Hier ist leider nichts zum Einsammeln. Ja. Nur ein schweres Gewehr.
have a chance. We are getting out of here. So look for another way. Ich überlege gerade, ob ich die Kettensäge noch brauche. Na doch, eigentlich für den Endkampf ist die auch sinnig. Wo soll ich das MG setzen? Reloading. Ja, auf jeden Fall in der Nähe, ne? Ich würde eigentlich fast sagen, dass wir uns vielleicht da oben vorbeikarieren. Oder? Ja, wo meinst du mit da oben? Hier, wo die gerade runterspringen, aber... Meins weiter vorne sozusagen. Ja, über nachher. Nicht so weit laufen. Können wir auch machen, ja. Bin fast tot. Jetzt bin ich tot. Ja, ja, die auch, ja. Steht noch irgendjemand? Ja, du. Das wäre schon was besser gewesen, hätte er mich sterben lassen. Ich bin tot. Ja, aber ich bin wahrscheinlich auf dich geschossen. Yep. I'm sorry. Nee, ich sag ja, weil ist eigentlich sogar besser so. Da habe ich wenigstens mehr Lebensenergie. I set up an auto turret. Ist vielleicht eine schlechte Idee, dass wir es mal von da aus probieren, ja. Automatic turret set. Guck mal, ob hinten unten im Container noch was ist. Ah, da ist ja noch was drin. No noise. This will get in their way. Also im Container ist auf jeden Fall auch noch was. Ich habe keine. Oh, sehr schön. Ship's tied to a winch. Start it up. Code red. Code red. A code red has been detected en route to your position. All personnel to defensive positions. A code red has been detected. This is not a drill. Code red. Code red. A code red has been detected en route to your position. 50 caliber. All personnel this to defensive positions. A code red has been detected. This is not a drill. Noch mal ein Automatikschütz. Haben wir da oben noch Platz? Ich glaube nicht. Ach, dann setze ich das hier unten hin. Ja, das ist ja auch nicht schlecht, wenn das hier unten steht, wenn man auf dem Weg hin zurück ist. Kann man ja dann noch mal nachfüllen sozusagen. Hat nur so links MG. Eyes open, we gotta hide. Kannst du den Nachbarn ersetzen? Hier ist ein Sturmkarabiner, noch ein schweres. Gotta be quiet here. Ja, ich würde fast sagen, lass mal. Ja, ich heile die Annetta noch, weil wir haben ja da unten noch Medikits. Sollen wir uns alle noch heilen, weil ich hab noch ein paar von. Ja, ja, sollten wir. Okay. Natürlich. Hat dein Freund dich wieder gefunden? Aber ich ihn auch. Wo hast du denn noch Medikits gefunden? Ich meine, ich bin hier jetzt. Da ist wohl noch eine Kiste. Da ist er. Au, cool. Ja, ich hab noch eins. Du kannst doch nehmen. So. Jetzt also nochmal voll aufmunitionieren. Und dann kann es meinetwegen losgehen, oder? Wo startet man denn den Spaß? Da unten. Ah ja, die Winde muss ich ja einschalten, stimmt. Ja, diesmal bleibe ich nicht hier unten, sondern ich komme auch zurück. Aber er ist nachher oben bei mir, wa? Ja.
They're coming. Wo kommen sie zuerst? Von hinten. Von hinten, super. Klar, da haben wir ja auch nichts. Natürlich. Ich kämpfe mich mal durch. So, ich habe wieder gedrückt. Sag Bescheid, wenn du Muni brauchst, dann kann ich die Kisten auslegen. Du musst wieder nach unten, ne? Ich bin unterwegs. Bin da. Jawohl. Warum nicht direkt so? Die Position war besser. Ja, wobei sie war schwieriger zu halten, aber irgendwie war es doch besser, ne? Ja, aber wir hatten auch viele Ja. Ja, die Geschütze haben uns gar nichts gebracht. Weil dahin wohl wir. Wir haben viel weggeholt. Ja, aber die Hauptangriffe kamen genau von da, wo die Geschütze nicht waren. Ah, der süße Geschmack des Erfolges. Wir haben uns hinten viel freigehalten. Ja, auf jeden. Also bin ich auch super glücklich drüber. Ah. Ich bin happy, Dirk. Ich bin happy.
echt das mal geschafft haben. Deswegen bin ich ja der Killer. Und du bist der Schlitzer. Der Schlitzer. Ich bin der Vernichtungsexperte, der Kopfjäger und der Entdecker. Was war los? Du bist der Überlebenskünstler. Und endlich, ich bin Level 18. Ja. Level 18. Von Bastler. Ja. Und jetzt habe ich gerade freigeschaltet, unterm Tisch. Keine Ahnung. Ich bin Level 2 für die verbesserte MP. Jawohl. Und wie... Ja, wahrscheinlich. Und ich bekomme ganze 350 Punkte. Hey, ist ja Wahnsinn. Was kann man mit 350 Punkte alles machen? Ja, keine Ahnung. Dann gucken wir mal, ob wir damit irgendetwas freischalten können. Also ich habe quasi fast 2000. Also unterm Tisch ist jeder, der die Wolke einer Tarngasgranate betritt, stellt 20% Schuss Munition für seine Primärwaffe wieder her. Okay. Okay. Braucht man das? Weiß ich nicht. Ich glaube, das braucht man nicht wirklich, habe ich das Gefühl gerade. Was kann ich denn noch? Gucken. Da habe ich schon. Da kann ich nicht. Da habe ich schon, weil ich da auch mal sehen wollte. Da kann ich nicht. Da könnte ich, aber es bringt mir nichts. Da könnte ich, aber es bringt mir nichts. Da habe ich schon. Da habe ich schon. Da kann ich ja nicht. Tja. Ich hab alles quasi. Ich such noch. Tja, ich kann nur was freischalten. Nur um es freizuschalten. Um weiter hochleveln zu können. Was? Sache, das ist das, was ich für mich. Dafür brauche ich mehr Punkte. Ich glaube, ich spare die Runde einfach. Aber ich danke euch da draußen, dass ihr zugeschaut habt. Schaltet morgen ein, wenn es da heißt, Tod im Wasser. Bis dann, tschüss. Tod im Wasser. Ja, wir hoffentlich nicht.